Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Folge Dark Tide. Während unser Schiff da oben wegfliegt, machen wir uns mal bereit für eine Stufe 5 Mission mit hoher Intensität. Ich hab schon mal, spaßhalber, in zwei Missionen reingeguckt. Ich bin hier gespawnt und war schon zur Hälfte tot, beziehungsweise hier weiter unten, beim Ausgang. Anscheinend haben die Bots hier unten abbekommen und deswegen wollte ich mal hier komplett von Anfang an anfangen. Und bin ich mal gespannt, wie gut oder wie schlecht es jetzt funktioniert. Wir versuchen mal hier ein paar von den Schanzern vielleicht wegzubekommen. Wenn die auf jemand anderen gehen, können wir die relativ gut bekommen. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht von hinten zu viel getroffen werden. Und dann holen wir mal hier ein paar Gunner weg, so gut das geht. Mal sehen, bekommen wir da irgendwas? Nee, nicht wirklich gut. Ist gerade zu viel Deckung im Weg. Geh mal hier hinter die kleine Hütte. Das scheint mir ein ganz guter Spot hier zu sein. Oh, ich hab gerade einen Kopfschuss. Ich habe schon wieder ein Kopfschussgeräusch gehört, aber anscheinend kriege ich keine Kopfschüsse gerade. So, wir warten mal, bis das Feuer weg ist. Dann können wir hier gemütlich durchgehen. Jawohl. Irgendwo kommt ein Mutant. Und wir holen aber erstmal jetzt hier die Trapper ein bisschen weg und versuchen dann den Mutant noch zu bekommen. So. Ja, ich muss mal hier ein bisschen vorsichtig jetzt gerade vorgehen. Da hinten liegt ein Grimoire, aber ich habe jetzt kein... Man sieht es an den hier Dingens, wie sagt man so schön, am Leuchten. Aber da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf, das mitzunehmen. Und irgendwo kommt hier ein Bauer hoch. Der ist weg, nice. Wir müssen jetzt mal hier gucken, dass wir vielleicht das hier auch hochjagen. Dann müssen die alle im Feuer stehen. Na gut, der Mauler sollte gleich umkippen. Oder gesplittert werden. Und ja, scheint gerade ganz gut zu funktionieren mit dem Team. Ich glaube, davor hatte ich einfach... Ich hatte ja versucht, jetzt davor nochmal eine Runde aufzunehmen, aber... Ging schon los, halbtot. Jemand ist vorgerannt gestorben, habe ich mir auch gedacht. Nee, da, auf das habe ich keine Lust. Fange ich die Mission an, wo ich auch mal direkt am Anfang mit dabei sein kann. Und deswegen konntet ihr den Anfang wenigstens mal in der Folge hier miterleben. So, ich würde gerne die Rager hier bekommen, aber es geht gerade nur so halbwegs gut. So, den Brecher müssen wir mal langsam bekommen hier. Unser Opern hat hier den, wie heißt das hier, der, den Granat, hier diesen Granatwerfer, der ist ganz lustig. Wenn wir hier die Specials töten, geben wir dem auch ein bisschen mehr Munition, das ist ganz cool. Aber dafür müssen wir erstmal ein paar Specials hier finden. So, ich gehe mal hier hinten rein. Ich habe hier hinten schon ein paar Mal ein Medikit und sowas gefunden. Beziehungsweise glaube ich das, dass ich... Oder nee, Diamantin war hier hinten gewesen. Da hinten, wo unser Mate rumrennt, da habe ich mal ein Medikit gefunden. Ah, so oft habe ich die Map hier dann doch nicht gespielt. Und nur ein paar Mal leider. Ist ja wieder unser bekanntes Map-Glück hier. Dass wir hier ein paar Maps 5-6 Mal am Stück haben und dann alles andere deutlich weniger. Oh, den müssen wir auch wirklich schnell bekommen. Okay, das ging relativ gut. Also wir müssen gleich hier aufpassen. Vielleicht kommen hier hinten nämlich, vielleicht kommt hier hinten nämlich ein Monster. Aber das werden wir dann sehen. Oh, ich konnte nicht wegdrücken. Okay, naja. Sagen wir mal schön Danke. Ich finde es immer noch schade, dass Danke sagen und so ein bisschen schwerfälliger ist hier in Dark Tide als in Vermintide. Oh, hier haben wir eine Munitionsbox. Nehmen wir mal an uns. Ich werde aber mit einem Medikit tauschen, wenn ich eins finde. Und werde das bis zu guter Letzt beschützen, das Medikit. Denn ich habe nämlich das Gefühl, dass wir das auch brauchen werden am Ende. Oh, da ist ein Mauler. Da war ein Mauler. Gut, wir holen jetzt nochmal die Kleinen hier ein bisschen weg. Kommt hier auch noch eine nächste Welle und ein Hund. Und ein Mutant. So, mal gucken. Bekommen wir hier irgendwas? Jawohl. Ob wir schnell genug hier nachladen können. Okay, wir haben hier einen. Mal gucken, ob wir den hier auch bekommen. So, okay, der ist auch weg. Nice. Hier hinten ist irgendwo ein Flamer, so wie es aussieht. Aber hier können wir gemütlich durch.
Hier auf der Seite muss man mal ein bisschen aufpassen. Hier sind ganz gerne Gunner. Genau da. Sind aber diesmal nur normale Gunner, nicht jetzt die hier, die deutlich mehr Schaden machen. Geht also hier ganz gemütlich. Wieder hier einfach ohne, dass wir den stoppen konnten, dadurch ging. Oh, hinten kommt ein Trapper. Den müssen wir auch schnell bekommen. Lassen wir unseren Psyker den bekommen. Ich gehe mal unten lang und ich weiß nicht, soll ich die Munition mitnehmen? Noch warte ich mal kurz ab und hole mal hier den Shotgunner erst weg. Ihr wisst ja, wie toll die Shotgunner oft sind. So. Ja, ich schieße mich jetzt mal hier ein bisschen leer und dann nehme ich hier die Munition noch mit. Oder ich lasse unseren Okren die Munition mitnehmen. Ist besser, wenn er die hier mitnimmt. Er hat nämlich ein bisschen höheren bzw. weniger Munition allsamt. Das ist besser, wenn er hier das große Kit mitnimmt und nochmal voll ist. So, wie holen wir den... Ja, gut, die ganzen Gunner jetzt weg, wie es aussieht. Das Gute ist, die Feindesmenge ist so groß, es ist relativ schwer, nichts zu treffen, wenn man hier einfach reinschießt. Oh, ich nehme mir den gerne mit. Und wir schauen mal, wo der Dingens hier gerade kommt, der Boxburster. Oh, der kommt hier von der Seite. Und erstmal den Mutant müssen wir hier wegholen, der auch von der Seite kommt. Irgendwo von der Seite da hinten kommt er. Ich setze da mal einen Dingens hin. Dass er von da gleich kommt. Glaubt ihr, der explodiert, wenn er jetzt gegen die Wand läuft? Ja. Okay. Die explodieren doch so gut wie immer, weil sie gegen die Wand laufen. Irgendwann werden wir auch den Tag erleben, an dem das gefixt wird. Dann wird es ungemütlich. Dann müssen wir auch noch gegen mehr hier kämpfen. So, aber wir kümmern uns erstmal hier um den Wauwau. Der uns irgendwie nicht wirklich gut trifft. Da ist aber drum. Oh, jetzt rennt er unten lang natürlich. Naja, so viel hält er jetzt auch nicht mehr aus. Oh, da haben wir ihn. Und da kommt der nächste. Den bekommen wir aber auch so mit unserem Schwert hier. Naja, hohe Intensität. Mehr Gegner. Und auch mehr hier kleine, beziehungsweise, was heißt kleine Gegner? Mehr hier Seuchenhunde und. Also Eliten quasi. So, ein Grimoire haben wir schon mal übrig gelassen. Ich würde generell die Mission nicht wirklich die Dinger mitnehmen. Wenn ich ehrlich bin. Bin ich gerade nicht so der Freund davon. Und wir können uns auch voll heilen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Wir werden nicht nochmal hier hochkommen können. Hier unten müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist oftmals ganz besonders. Mit Boxburstern und so weiter. Oh, aber der ist hier unten, der Boxburster. So, ich versuche mal hier... Okay, jemand anders hat getankt. Das ist trotzdem nicht so geil. Wir laden mal nach. Und versuchen dann mal hier das ganze Zeug wegzuholen. So, mal gucken, ob wir noch irgendwas bekommen, bevor unser... Ne, unser Ult ging natürlich direkt weg, als ich es gesagt habe. So, da oben den Trapper bekommen wir ganz langsam. Den Gunner da auch. Wir gehen mal links lang. Schauen, ob hier irgendwas ist. Ja, da ist ein Brecher. Wir können ein bisschen anschließen, aber wirklich Schaden machen tun wir nicht. So. Ich werde den Sniper bekommen. Ich laufe mal schnell hoch. So. Oh, warte, das war gar nicht der Sniper. Das ist nicht so toll dann. Ich glaube, der rennt gerade hier lang. Ach, da ja, da ist er. Okay, den haben wir. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ich habe nämlich keine Lust, da oben gegen den Brecher zu kämpfen. Und da kommt er. So, okay, der ist weg. Da ist noch ein Gunner hier hinten. Okay, der ist auch weg. Nice. Ja gut, der Bomber kommt da raus. Jetzt wird's wichtig. Das Problem ist, ich kämpfe ganz gerne hier. Das Problem ist, die laufen auch gerne da hinten lang und kommen dann hier und fallen uns in den Rücken. Deswegen sind die Treppen hier dann doch eine ganz gute Idee. Muss ich leider sagen. Leider zugeben, wohl eher gesagt. So, wir gucken mal, dass wir hier die Bomber langsam ausschalten. Und den Trapper vielleicht, der da hinten auch noch gleich rauskommt. So, da kommt er.
Okay, da haben wir ihn. Und dann holen wir noch die paar Kleingegner hier weg. Gerade ist echt nicht viel los. Das finde ich gerade krass. Wir decken jetzt mal kurz unseren Okren hier beim Korrigieren des Alphabets oder was auch immer wir da nochmal machen. Das Hacken wahrscheinlich. Mich wundert es gerade echt, hohe Intensität, aber ist gerade relativ wenig quasi da. Naja, es ist wie es ist. Oh, nice. Also Okren hat gerade den Sniper hier bekommen. Der hätte sonst noch, ja, der wäre wahrscheinlich sonst noch ungemütlich geworden. Oh, nicht treffen lassen ist wichtig. Gut, dass der Newton auf jemand anderen ging und nicht auf unseren Okren, der gerade hier hackt. Okay, den Trapper haben wir. Den einen Sniper haben wir hier auch bekommen. Ich hatte jetzt mal, ich glaube, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, aber ich habe mal mit hier ein paar Freunden gespielt und wir haben drei Okrens gespielt mit dreimal dem Granatwerfer, mit dem unser Okren gerade spielt. Und das war auf jeden Fall sehr amüsant gewesen. Die haben die ganze Zeit von mir als Sniper, beziehungsweise als Veteran, die Munition bekommen. Und ja, ich sah die ganze Zeit nur Granaten fliegen quasi. Und allzu oft flogen rechts eine an mir vorbei, links eine an mir vorbei. Und wenn ihr auch Dark Tide spielt, kann ich das auch mal empfehlen, das Bild. Drei Okrens mit dem Grenade Launcher und einen hier Scharfschützen, der die ganzen Specials wegholt. Zumindest alles, was ein bisschen mehr auf Reichweite ist. Unser Psyker macht echt einen guten Job hier mit alles nach hinten staggern. Das ist ziemlich nice. Und ich passe auf, dass hier nichts unseren Psyker erwischt. So, Bobo ist weg. Wir holen mal schnell die Shotgunner hier weg. Okay. Da ist noch einer. Den haben wir. Jetzt gleich laden wir nochmal nach. Ja, 65 Ladungen sind eigentlich noch genug, muss man sagen. Muss ich sagen. Dann lassen wir unseren Okren hier nochmal hacken. So. Wir passen auf, dass hier nichts zu sehr an ihn rankommt. Jetzt gerade sieht es relativ in Ordnung aus. Zumindest hier auf der Seite. Jetzt müssen wir uns um die andere kümmern. Oh, hier darf. Den darf nichts erwischen, das ist wichtig. Okay, das ist nicht so dramatisch. So, und jetzt wieder schön zu unserem Spot hier. Schön dem hier ausweichen, dem Mutant. So, mal schauen. Da hinten kommt noch ein bisschen was. Gleich kommt ein Trapper, genau. Den haben wir aber. Jetzt kommen noch ein paar Gunner raus. Es ist wichtig, dass wir jetzt kurz hier in Deckung bleiben. Irgendwo müssen da hinten auf der Seite... Ja, ich habe es gerade gesehen, da ging es auf. Oder? Nee, es ging nicht auf. Aber für gewöhnlich kommen hier am Ende nochmal Gunner raus. Vielleicht kommen die nicht, weil wir gerade Glück haben, beziehungsweise mal ein bisschen anders ist, aber... Normalerweise bin ich gewohnt, dass hier die Gunner rauskommen. Naja. Bisschen unterschiedlich heute. Okay. Der Bomber ist weg. Hier ist nochmal Munition. Wir haben noch über 1000 Schuss, deswegen haben wir hier genug. Wir haben hier die ganzen Specials bekommen und abgeschossen, deswegen kriegen wir wahrscheinlich die ganze Zeit so viel Munition dazu. Ja, das scheint mir wirklich so zu sein. Hätte ich mal ein bisschen mehr drauf achten müssen. So. Mal sehen. Wir können noch nicht ulten, leider. Aber ist auch nicht schlimm. Wir sollten generell nicht allzu weit nach vorne pushen. Nur so ein bisschen nach hier. Wir kommen nämlich ja auch gleich an eine der ungemütlichen Stellen hier, wo ganz viele hier, wie sagt man so schön, Gunner rumstehen oftmals. Da wird es dann richtig ungemütlich. So, wir können nochmal nachladen. Warum nicht? Dem Hund sind wir aus unerklärlichen Gründen heute mal ausgewichen. Das finde ich sehr gut. So, den einen Gunner haben wir bekommen. Den einen Traitor Guardsman auch. Okay, wir sind jetzt allein auf der rechten Seite. Dann ziehen wir hier auch mal durch. Oder auch nicht. Weil jetzt ist da ein Monster irgendwo. So, wir werfen mal eine Granate hier hin. Vielleicht kommt es zu uns und... Nee, kommt nicht zu uns.
Aber wenn's... Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Da hinten kommt nämlich ein Bomber. Wenn es nicht zu uns kommt, können wir den vielleicht von hinten ein bisschen in den Rücken schießen. Sollte mal die Horde aufhören. Das wäre das andere Thema gerade. Wir sind hier gerade nur mit den Kleinen hier beschäftigt. Und mit den Specials, so wie es aussieht. Ja, dann wird das wohl erstmal nichts hier mit dem Monster hier holen. Oh, das ist nicht so schön, aber wir sind ja irgendwie rausgebackt. Oh, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht noch von dem hier Flamer, Tox Flamer was abbekommen. Und ich würde echt gerne mit dem Monster da oben helfen, aber es sind hier gerade so viele Specials unterwegs. So, okay, das Monster läuft da hinten rechts lang. Ich will ungern jetzt in die Krütze hier rein. So, wir können wenigstens ein bisschen anschießen. Wir machen, glaube ich, kaum Schaden an dem. Oh Mann, es ist so schrecklich, dass hier die Gänge so eng sind. Wir können nicht wirklich hinter das Monster, weil er überall die Krütze rumliegt. Nach vorne machen wir relativ wenig Schaden. Naja, vielleicht können wir hier so ein bisschen auf dem Schwachpunkt. Wir sollten jetzt ein bisschen uns bewegen. Weil jetzt die ganze Krütze da ist. So, mal sehen. Der Bomber, ob wir den von hier unten bekommen. Es sind nämlich gerade zwei unterwegs. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Da ist einer. Den bekommen wir aber. Und da hinten kommt der zweite. Oh, aber uns holt der Mutant hier erstmal ein bisschen. Aber es ist manchmal gar nicht so schlimm, von den Mutants hier geholt zu werden. Manchmal wird man einfach hier wie wir, standen gerade gut hier. Hat uns hochgehoben, wir waren hier oben. Konnte uns nicht werfen. Okay, das ist nicht so toll. Das ist... Okay, okay. Er hat es überlebt. Psyker hat durch die Wand gepusht, das ist ziemlich nice. Ich war auch noch dabei, hier eine Granate gerade drauf zu werfen. Und hier wäre noch ein zweites Grimoire. Unser zweites Grimoire, aber da bin ich nicht so interessiert. Ja, hier sollten wir jetzt aufpassen. Hier sollten wir nicht zu weit nach vorne gehen. Weil wir sonst die ganzen Gunner hier anlocken. Aber es scheint so, als ob hier gerade mehr Berserker und so unterwegs sind. Ich schenke dir mal noch eine meiner letzten Granaten. Wenigstens staggert es die ein wenig. Oh, hier ist noch ein Brecher, den bekommen wir aber relativ langsam weg. Jawohl. Dann helfen wir mal hier hinten. Erstmal mit dem Hund. Komm schon, Hund. Okay, es war genug endlich. So. Ich muss mich mal schnell um den Sniper da hinten kümmern. Auch wenn wir ein bisschen was eingesteckt haben. Wichtig, dass der weg ist. Und hier gibt es eine Batterie. Das ist gut. Die müsste jetzt hier irgendwo ums Eck liegen. Wir schauen mal hier auf der Seite. Holen mal hier den Flamer noch weg, während wir dabei sind. Oh ja, hier ist die Batterie. Das ist gut. Ich hole mir mal hinten, was hier hinten liegt. Plasti sage ich schon. Diamantin ist gut. Ich bleib mal hier oben. Ich weiß nämlich nicht, wo der Box... Okay, Boxbürste war da irgendwo. Hier oben fahren übrigens auch Züge lang ab und an. Ich achte halt relativ selten drauf, weil hier, ja... Weil wir eigentlich hier immer mitten im Gefecht sind. Mal sehen, ob wir einen Zug gleich mal sehen. Ich brauche erstmal keine Munition. Aber ich brauche eine Heilung, das wäre ganz schön. Nee, nee, nicht unserem frisch gehaltenen Ofen hier bitte wehtun. So. Oh, da oben fährt ein Zug lang. Ah doch, dann haben wir jetzt mal einen gesehen. Nice. So, hier kommt noch ein Mutant, der natürlich erstmal uns komplett evadet. So. Ich gehe ganz gerne hier rechts lang. Das ist ein bisschen enger, da haben wir ein bisschen mehr Deckung. Aber ob das wirklich so extrem gut funktioniert, müssen wir mal gleich schauen. Und zwar hier hinten, meine ich. So. Die ganzen Kleinen haben wir jetzt gleich weggeholt. Jawohl. Wir können ja auch noch so ein bisschen da reinschießen. Vielleicht noch den Hund hier bekommen. Jawohl. Wir fokussieren mal unser Feuer hier auf die Gunner, die hier rumstehen. Okay.
Ich könnte jetzt nach da hinten gehen, aber ich warte noch mal ein bisschen. Wir kümmern uns erstmal hier um die Gunner. Okay, wir haben einen hier bekommen. Jetzt stehen hier noch ein paar von den normalen Gunnern rum. Gut, gut, gut. Den Hund. Okay, wir müssen aufpassen. Okay. Das soll mir recht sein, wenn die Hunden da hier hochfliegen. Ich habe schon mal gesehen, dass ein Hund hier runtergefallen ist und uns da nicht mehr bekommen hat. Gut, aber ich laufe jetzt mal schnell hier lang, wie gesagt. Um nochmal das bisschen Zeug hier mitzunehmen. Dann können wir hier von der Seite wenigstens noch ein bisschen flankieren. Beziehungsweise flankieren wir gleich, wenn unser Dingens hier aufgeladen ist. Der bekommt ganzer Schaden von seinen Gunner-Kollegen. Genial. Genial, genial. So, den Trapper bekommen wir. Da mache ich mir weniger Sorgen drum, aber der Hund hat uns davor bekommen. Ups, dankeschön. Ich freue mich nicht so ganz aufs Ende, weil das relativ übel werden kann. Wenigstens klappt es mit den Bombern mittlerweile, dass wir die wegschubsen können. Da hatten wir schon Folgen gehabt, wo das überhaupt nicht so gut funktioniert hat. Jetzt habe ich natürlich verdammt normal Munitionsdingens geklaut. Dann hier, nehmt euch Munition. So. Ich hole hier nochmal den Gunner weg, so gut es geht. Den einen haben wir. Den bekommen wir ganz, ganz langsam. Ich hoffe mal, unser Mate nimmt hier nochmal Munition mit. Sieht aber eher nicht so aus. Also haben wir die Munitionskiste mehr oder weniger ein bisschen, naja, unnötig platziert. So, vielleicht, der geht nicht auf uns. Aber ich sehe, auf die Gunner müssen wir jetzt aufpassen. Hier wird einiges gleich links von uns sein. Wir kümmern uns kurz mal um den Trapper, glaube ich, ist es. Ah, ne, Toxflamer ist es. Oh mein Gott, der läuft so im Zickzack hier um uns rum oder umkreist uns so gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Holen wir nochmal hier die Gunner schnell weg. Und dann schauen wir mal, ob wir hier hinter dem Bulwark was treffen können. Ist auch nicht so schlimm. Wir können ja so nach hinten. Und den öffnen. Beziehungsweise dafür sorgen, dass er hier nicht das Schild... Naja, zumindest irgendjemanden muss er mit dem Schild angucken. Entweder können wir ihn von hinten angreifen. Oder unsere Mates, wie gerade. Was ein Haufen hier an... Hier, wie sagt man so schön, nicht Fanatics, das war Vermintide. Foxwalkers. Foxwalkers war es hier in Darktide. Die bedecken hier den ganzen Boden. So, wir landen mal kurz nach. Da unten sind ein paar von denen, genau. Schauen wir mal, ob wir die hier auch noch wegbekommen, bevor wir runterspringen. Hier hinten ist soweit in Ordnung. Ich glaube, das ist ein Shotgunner. Und da ist noch ein Pox. Hier, ein, wie sagt man so schön, ein Bomber. Nicht ein Pox-Burster. Gut, ich gehe da mal hier runter. Markiere mal hinten die Munition. Dann holen wir mal hier den Shotgunner. So gut, das geht da weg. Hat aber nicht so gut geklappt. Wird jetzt gleich hier hochkommen und uns hier ärgern wollen. Und das kann er ziemlich gut. Shotgunner sind ja an sich ziemlich gefährlich. Ich finde immer noch Sniper deutlich angenehmer als die Shotgunner, muss ich gestehen. So, gehen wir mal ein bisschen hier Midi über. Wenn die uns jetzt schon so nah kommen. Oh mein Gott. Hier von der Seite wieder so gut wie direkt unser Schild weggeholt von den Shotgunnern. Wir werden auch von irgendwas angeschossen, aber ich weiß nicht, von welcher Seite das gerade genau war. Wahrscheinlich hier von unten gewesen. Wäre möglich gewesen. Also wir holen mal schnell den hier weg, bevor wir drauf gehen oben. Wir müssen nämlich mal echt runter hier. Ja, so viel dazu. Naja, unser Mate kann uns vielleicht hier hochholen. Der hat hier einen relativ guten Spot da. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir ein bisschen weiter oben gewartet hätten. Ich hoffe, er wird jetzt nicht von einem Hund erwischt. Komm schon, ich glaube an dich. Hinter uns stehen auch noch ein paar irgendwo oben. Wir gehen jetzt mal hier runter.
wollen hier hinten mal ein bisschen was weg, was wir schon sehen können. Vor allem den Sniper da. Und dann schauen wir mal, weil hier hinten wurden wir doch die ganze Zeit angeschossen. Jetzt ist natürlich nichts mehr da. Oh doch, hier ist ein Shotgunner. Den bekommen wir aber. Ja, der hier Bahnwagen ist ganz okay. Ist vielleicht nicht das allerbeste als Deckung. Aber wir können das vielleicht hier ein bisschen besser ausnutzen. Wir können nämlich hier schön in die Seite reinschießen, die schön flankieren. Scheint relativ gut zu funktionieren. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Und holen mal den Sniper hier endlich weg. So. Ja, ich finde, flankieren funktioniert schon relativ gut hier in dem Spiel, muss ich gestehen. Ich finde es interessant, dass wir es immer noch nicht, dass wir immer noch keine, wie heißt die nochmal, Demon Hosts gefunden haben in der Folge. Die sind mittlerweile sowieso nicht mehr so ganz häufig. Zumindest fühlt sich das gerade so an. So, wir müssen aufpassen, dass wir die hier vielleicht bekommen, ganz langsam. Gehen wir hier ein bisschen mehr in Deckung. Okay, aber der wird uns wegwerfen, ist nicht so dramatisch. Gehen wir halt hier in Deckung. Jemand ist gestorben. Das ist nicht so toll. Können wir jetzt aber auch nicht ändern. Können aber hier noch den Gunner wegholen. Oder den Keeper hier oben auch. Den nicht, der ist zu gut in Deckung gegangen. Aber den bekommen wir. Ja, also die Lescan 1A wäre vielleicht super gut, um genug Damage zu machen, um hier Kopfschüsse gut damit zu bekommen. Bei den normalen hier zumindest, bei den normalen Gegnern. Aber ich weiß nicht, mir gefällt es hier schon ziemlich gut, dass wir hier so drauf spammen können. Und auch in die Horden spammen können. Das ist ja auch noch möglich. So, wir können jetzt hier richtig rein spammen. Wir achten ein bisschen auf unserem Schild. Weil gleich werden wir euren Schild verlieren und auch unseren Ult. Ich weiß nicht, ob 5 Sekunden hier ausreichen, um einen Reaper zu holen. Nee. Also um den zweiten zu holen, hat es nicht mehr ausgereicht. Irgendwo hinten kommt auch noch ein Hund, so wie es aussieht. Hinter uns. Und auch ein Mutant. Den holen wir mal so schnell noch weg. Wir gehen mal hier weg von der Bombe, das wird sonst ungemütlich. Das Feuer zieht uns ja nicht nur direkt mit dem Schild ab, sondern verlangsamt uns auch noch, damit wir hier schön drinnen stehen bleiben müssen. Oh, da ist noch irgendein, ich glaube, ein Flamer war es gerade gewesen. Aber wir sind gleich am Ende. Ich bin mal gespannt, ob das dann ganz gut hier geht oder nicht. Da bin ich gerade echt interessiert. Hinter uns kommt ein Boxburster. Wir kümmern uns eher mal um die Horde hier vorne. Wäre ich hier auf der Treppe, dann wären wir nicht so extrem gut getroffen, von vorne zumindest. So, mal gucken, ob wir den... Ja, wir haben ihn wegschubsen können. Okay, das ist super. Ich finde es gut, dass es mittlerweile echt gut klappt. Ich habe, wo ich hier mit Freunden gespielt hatte, hatten wir Probleme gehabt, dass sie im Sprung uns einfach durchgezogen haben, obwohl wir geschubst haben. Also es scheint echt gut zu funktionieren mittlerweile. Das ist richtig schön. Und wo ist ein Sniper? Da hinten ist der. Mal gucken, ob wir den noch bekommen. Bevor wir hier ganze Zeit, wie sagt man so schön, angestochen werden. Wir müssen warten, bis der hier... Oh, okay. Ja, bis er hier angreift. Ich hätte gerade nicht gedacht, dass er hier durch uns durchläuft. Aber dem ist... Dann ist es halt so. Mal gucken, ob wir da hinten... Okay, unser Open hat den Sniper gerade bekommen. Ich glaube, das war auch ziemlich buggy in seiner Sicht gerade. Der Hund. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir befreien mal nicht unsere Mate. Wir gehen nach hier oben und triggern anscheinend Monster. Mal gucken, ob es hinter uns gleich hinterher ist. Zumindest haben wir hier mehr Raum, um es zu bekämpfen. Wir müssen aber jetzt erst uns mal hier mehr um die Shotgunner und so kümmern. So, wir können jetzt nochmal boosten hier, das ist gut. Das Schlechte ist, dass die Berserker werden uns hier deutlich Schaden machen.
Aber es scheint relativ gut zu gehen gerade. So. Okay, noch müssen wir aufpassen. Haben wir. Dann müssen wir mal hier aufpassen, dass wir den Mutant vielleicht noch bekommen. Okay, der ist weg. Ja gut, wenn wir gleich die Gunner haben, dann fällt uns nichts mehr in den Rücken. Dann können wir uns mit dem Monster beschäftigen. Oder wir beschäftigen uns einfach nur mit Specials. Und Ragern. Wir holen jetzt erstmal unseren Mate hoch, bevor wir... Ja, wir müssen echt mal jetzt hier loslegen und zum Mate helfen. So, wir gucken mal, dass wir hinter das Monster kommen und den hier in den Schwachpunkt reinschießen. Vielleicht können wir den in Brand setzen. Das ist gut. So machen wir wenigstens relativ gut Schaden. Jetzt auch nochmal markieren, falls wir es nicht mehr sehen. So. Hat noch ungefähr ein Drittel. Wir können mal auf der Box hier bleiben. Und vielleicht noch den Mutant da hinten wegholen. Wir holen mal schnell den Mutant hier weg. Der ist weg, okay, das ist gut. Und dann bekommen wir das Monster hier relativ gemütlich von unserer Kiste aus. So, Kisten sind generell ziemlich nice, wenn der ganze Boden brennt. Dann könnt ihr hier hoch. Hat übrigens auch schon in Vermintide funktioniert, aber in Vermintide hat so oft der Boden dann auch nicht gebrannt. Oh, wir haben mittlerweile echt wenig Schuss. Das ist nicht so schön. Und wie schnell hier gerade die ganzen Shotgunner ankommen. Plötzlich waren sie da, zu dritt. So, mal gucken, vielleicht finden wir noch Granaten für irgendjemanden. Ne, nichts. Irgendwo kommt ein Mutant gerade hier. Okay, hier sind Fenster, wir können nicht durchschießen. So, den bekommen wir aber auch so relativ schnell. Der wurde schon angeschossen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Wir haben ein Medikit, das ist gut. Und vielleicht sollten wir erstmal hier die ganzen Gunner auch auf der anderen Seite wegholen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Wenn die weg sind, haben wir es deutlich einfacher, wenn wir später rüberlaufen. So. Wir verlieren aber gerade ein bisschen viel von unserem Schild. So, da hinten haben wir ein paar. Da haben wir noch einen. Da haben wir auch noch einen. Den haben wir auch gleich, jawohl. Ich höre hier hinten irgendwo einen Flamer. Und da kommen, den holen wir auch mal schnell weg. Oh, und die kommen zu uns hier hoch, die ganzen. Okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier oben sind. Wir sollten aber generell uns ein bisschen mehr zu unseren Mates aufmachen. Besten Strategien, ja, hier wirklich zusammenbleiben. Die mehr habe ich hier nicht, kenne ich hier nicht wirklich. Oh. Und vor Trappern hier ausweichen, das ist auch noch wichtig. Okay, da hat jemand gerade einen ausgeschaltet, das ist gut. Unser Ogrin holt die Batterien da hinten, das ist auch ziemlich nice. Und wir halten die Proxwalker hier ein bisschen hin. Scheint gerade relativ gut zu funktionieren. Ich bin hier die Mission schon gewohnt gewesen, manchmal gewohnt gewesen, dass es hier komplett im Desaster endet am Ende. Vielleicht endet es auch im Desaster, wäre möglich. Aber jetzt gerade geht es noch relativ gut. Wir bringen eine Batterie schon mal hinter. Wir können immer ein bisschen schubsen, wenn wir nicht rennen. Und wenn hier keine Gunner sind, können wir ganz gemütlich da durchlaufen. Ich hoffe, das klappt zumindest so, wie ich es geplant habe. So, immer wieder schubsen. Immer wieder schubsen. Warum konnte ich gerade nicht richtig schubsen? So, ganz gemütlich. Wir markieren den mal. Und dann müssen wir hier bleiben. Und wir lassen es mal hier fallen jetzt. Irgendwo da ist der Pox, der hier... Poxflamer, nicht Poxflamer. Oh, hier ist ein Sniper irgendwo. Wir gehen in Deckung. Okay, relativ akzeptable Deckung. Okay, den haben wir. Den Mutant bekommen wir auch gleich. Und jetzt müssen wir mal den Hund da hinten irgendwie wegholen, so gut das geht. Kommen wir das da hinten? Ich weiß nicht, ob ich treffe irgendwas. Aber ich denke nicht, dass ich hier wirklich was gut getroffen habe gerade. Okay, uns hat aber auch ein Hund klar bekommen, leider. Naja, da ging es gerade ein bisschen übel jetzt am Ende.
Naja, ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr bei den Mates bleiben sollen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Ecke da hinten so dramatisch wird. Wo ist eigentlich unser Mate gewesen? Okay, der wäre auf der Seite gewesen. Den hätten wir da retten können. Naja, es ist nicht so gut gelaufen. Vielleicht läuft es nächstes Mal besser. Müssen wir schauen. Wir können denen eine Freude machen, die wir verlassen. Vielleicht kriegen die einen Bot, der direkt stirbt, aber helfen würde das halt auch nicht. Ich bin sowieso, die Bots sind ziemlich schrecklich in dem Spiel. In Vermintide helfen die Bots wenigstens noch. Aber vielleicht ist es hier einfach nur das fehlende Equipment, was die nicht haben quasi. Ich weiß noch nicht mal, ob die richtiges Equipment bekommen für höhere Stufen. Naja. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wir haben bis zum Ende mehr oder weniger durchgehalten. Am Ende hat uns leider der Hund bekommen. Aber es ist, wie es ist. Wir hätten ein bisschen mehr am Ende zusammensticken sollen. Ich hätte zwar gedacht, dass sie mir jetzt ein bisschen uns hier unterstützen mit der Batterie, aber die wurden leider von den Specials aufgerieben. Naja, es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Vielleicht wird die nächste Folge besser. Und bis dahin, tschö, tschö.